Frosch im Hals. Riesenglück für die dreiköpfige Besatzung eines US-Tankflugzeugs in Kalifornien. Die vollbeladene Maschine geriet beim Start am Ende der Piste in Schleudern und ging in Flammen auf. Die Soldaten überlebten die Katastrophe verletzt. Einzelheiten von Mick Locher. Ein Feuerball ist alles, was von dem Lufttanker übrig bleibt. Eine gewaltige Bremsspur verrät, wie die Maschine mit ihren vier Triebwerken vom Flugfeld driftete. Die Point Mugul-Basis der US-Streitkräfte in Ventura gab Großalarm, als der Riesenvogel mit 50.000 Liter Flugzeugbenzin an Bord explodierte. Kaum zu glauben, die dreiköpfige Besatzung kam mit nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Welche kaum vorstellbare Menge Kerosin an Bord war, verrät dieser Lufttankspezialist. Wenn Sie an Ihrer Tankstelle den Zapfhahn 24 Stunden voll laufen lassen, ist das immer noch nicht so viel, wie wir in 7 Minuten in die Tanks pumpen. Erst nach 3 Stunden war der Brand gelöscht, bei dem auch ein Hubschrauber half. Die zivile Boeing 707 sollte im Auftrag der US Navy zu einem geheimen Ziel aufbrechen. Der 42 Jahre alte Jet brannte völlig aus. Ob Kerosin ins Meer lief, wird untersucht. Tankflugzeuge wie die Boeing 707 bilden das strategische Rückgrat für Kampfjets, die so ohne Zwischenlandung neuen Treibstoff aufnehmen können. Das Wrack von Ventura allerdings wird höchstens noch Feuerwehrleuten zum Üben dienen können. Die Unglücksursache untersuchen nun Experten.